Während hierzulande noch der eine oder andere mit dem Bollerwagen und einem Kaltgetränk um die Häuser zieht, geht es in Italien wieder in die Berge. Die heutige 6. Etappe sollte das bislang schwerste Teilstück dieser 104. Italien-Rundfahrt werden, das wir hier bislang erleben durften. 3600 Höhenmeter verteilt auf 160 Kilometer waren heute angesagt und am Ende, da gibt es auch die zweite Bergankunft. Die letzten 15,5 Kilometer führen schnurstracks nach oben in Richtung San Giacomo. Es gab also von Anfang an ein höllisches Tempo, denn es war von Anfang an auch kein Meter flach auf dieser Etappe. Dementsprechend lange dauerte es, bis auch eine Spitzengruppe dann den Weg nach vorne schaffte. 6 Fahrer haben es am Ende bewerkstelligt und der Bestplatzierte aus dieser Gruppe war Gino Meda mit knapp 4 Minuten Rückstand in der Gesamtwertung. Auch Geoffrey Bouchard und Bauke Mollema versuchten es noch nach vorne zu kommen. 54 Kilometer nach dem Start hatten sie es dann geschafft und Bouchard holte sich auch direkt die erste Bergwertung. Deutlich weniger geschmeidig lief es dagegen heute bei Alessandro De Marchi, dem Mann im rosanen Trikot. Bereits 60 Kilometer vor dem Ziel wurde er distanziert, nachdem das Team Ineos Grenadier das Tempo deutlich erhöht hatte. Das Feld war auseinandergefallen und auch Regen hatte jetzt wieder eingesetzt. Es wurde wieder eine verdammt harte Etappe. In der Abfahrt nach den beiden Bergwertungen versuchten dann Bettiol, Ciccone und auch Bardet noch einmal nach vorne zu fahren. Das wurde aber vereitelt, nachdem sich die Superlokomotive Filippo Ganna wieder vor das Feld gespannt hatte. Auch die ersten Fahrer aus der ehemaligen Spitzengruppe waren jetzt zurückgefallen und ganz vorne hatten wir nur noch 4 Mann. Aber auch Mohoric klinkte sich jetzt dort aus. Somit verblieben Cataldo, Mollema und Meda im Kampf um den Etappensieg. 12 Kilometer vor dem Ziel, also bereits im Schlussanstieg, hatten sie noch etwas mehr als 2 Minuten Vorsprung. Und dann gab es noch diese äußerst bizarre Szene. Peter Seri vom Team De König Quickstep wird vom Materialwagen des Teams Bike Exchange wortwörtlich über den Haufen gefahren. Und wenn er mich fragt, so etwas darf auf gar keinen Fall passieren. 3,2 Kilometer vor dem Ziel attackierte dann Gino Meda, der junge Schweizer, noch einmal. Er wollte es heute unbedingt wissen und sich den Tagessieg holen. Da hatte er noch knapp 1 Minute Vorsprung vor den Favoriten im Kampf um die Gesamtwertung. Und dort eröffnete Daniel Martinez nun das Finale. Aber er konnte sich nicht allzu weit absetzen und wenige Meter später, 1,5 Kilometer vor dem Tagesziel, war es dann Egan Bernal, der junge Kolumbianer, der sich an die Spitze der Verfolger heftete. Nur Ciccone und Evenepoel können ihm zunächst folgen, dahinter schon eine kleine Lücke und nur Daniel Martin konnte dann noch einmal zu diesen dreien aufschließen. Vlasov und Caruso dahinter mit etwas Rückstand und diese Lücke, die sollte auch noch einmal größer werden. Allerdings ganz, ganz vorne im Rennen, da haben wir immer noch Gino Meda und der erreicht völlig durchnässt, fix und fertig. Die Ziellinie kann ja gerade mal noch einen Arm vom Lenker nehmen. Der 24-Jährige holt sich den größten Sieg in seiner noch jungen Karriere. 12 Sekunden später sprintet dann Bernal vor Martin auf die 2. Da gibt es also auch noch mal Bonussekunden. Und dann dauert es wieder einige Sekunden, bevor Caruso die nächste Verfolgergruppe ins Ziel bringt. Jetzt gleich hinten um die Ecke kommt auch Emanuel Buchmann gefahren. Der hat sich also heute nochmal ganz gut gefangen, verliert aber weitere Zeit. Und wir schauen jetzt hier nochmal aufs Tagesergebnis. Meda gewinnt also vor Bernal, Martin und Evenepoel. Und wenn wir nochmal an die 7. Etappe von Paris-Nizza denken, da wurde Gino Meda ja 50 Meter vorm Ziel erst eingeholt. Das war heute sicherlich für ihn eine tolle Wiedergutmachung. Ja, und für Alessandro De Marchi war es, wie gesagt, heute kein so toller Tag. Er musste das rosane Trikot abgeben, kommt mit 24 Minuten Rückstand ins Ziel. Und damit haben wir einen neuen Mann an der Spitze in der Gesamtwertung. Attila Walter ist der erste Ungar, der jemals die Gesamtwertung bei einem Giro d'Italia anführt. 11 Sekunden hat er Vorsprung auf Remco Evenepoel, dann Bernal vor Vlasov, Verwake, Carpi, Caruso, Ciccone, Martin und Yates. Seite 2 im Ergebnis zeigt uns dann Formolo vor Martinez, Soler, Bardet, Taramé. Dann kommt Buchmann vor Nibali, Voss, Lopez und Schulz. Tja, und morgen, da geht es natürlich weiter mit Etappe Nummer 7. Diese wird wieder deutlich leichter. Man spricht von einer Flachetappe, denn es gibt nur eine kleine Bergwertung. Und wie wir sehen, führt diese Etappe auch großenteils am Meer entlang. Da könnte vielleicht der Wind wieder eine Rolle spielen. Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit werden am Ende in Termoli nach 181 Kilometern wieder die Sprinter um den Tagessieg kämpfen. Für die 187 im Rennen verbleibenden Rennfahrer heißt es also bis morgen einmal die Schuhe trocknen und im besten Fall eine frische Obertrikotage zurechtbügeln. Morgen geht es wieder mit Höchstgeschwindigkeit in Richtung Tagesziel. Und wer jetzt schon einen Tipp hat, wer da gewinnt, der kann ihn gerne unten in die Kommentare schreiben.